Mein Name ist Lars Siebert. Wir sind jetzt hier in der Bäckerei Siebert. Wir haben jetzt hier einen Hefeteig, Weizenteig für Brötchen. Der besteht aus Weizenmehl, Wasser, Salz und etwas Hefe. Eine kleine Menge Malz auch noch. Hefe nehmen wir nicht zu viel, nur eine kleine Menge, damit die Brötchen nicht zu groß werden und auch nicht zu schnell aufgehen, sondern damit sie genug Zeit bekommen, um unseren optimalen Geschmack zu bekommen. Teig gemacht, die werden dann hier abgewogen, klein gemacht. Jetzt stehen sie dort zum Garen, zum Größerwerden. Ja, die Art der Form ist typisch, wie sie geformt werden, wie sie dann nachher von Hand den Schlitz bekommen, gedrückt werden, der auch ganz wichtig ist. Der sozusagen der Schlitz für den Geschmack und fürs Aroma auf Brot wichtig ist, weil wir damit die Oberfläche vergrößern. Nachdem sie dann nochmal Zeit bekommen haben zum Aufgehen und zum Gären, werden sie nachher für ca. 15 Minuten im Ofen so bei 240 Grad ungefähr gebacken. Die kleinen Schritten werden sein von 3000 bis 6000 vielleicht. Das ist die älteste Bäckerei Berlins, seit 1906, und hat dadurch natürlich schon eine Menge erlebt. Angefangen sozusagen in Kaiserszeit, über Ersten Weltkrieg, über Inflation, wo also Brote Millionen kosteten. Bis im Zweiten Weltkrieg war die Bäckerei trotzdem geöffnet. Und wir machen so, wie es uns schmeckt. Wir lassen uns Zeit. Wir machen es immer frisch, täglich frisch. Wir geben uns Mühe, gute Rohstoffe zu beziehen. Denn aus guten Rohstoffen wird ein gutes Produkt.